Oh mein Gott, da ist der Wurm in all seiner Länge, in all seiner Pracht. Und ich muss mich schicken, dass ich ihn erwisch. Ich habe schon die Pinzette. Ich hoffe, ich erwisch ihn. Oh Gott, ich hab ihn. Menschenskinder, Aquaristik ist kein Spaß. Aquaristik ist bitterer Ernst. Was mache ich denn jetzt mit dem Wurm? Ein Aquarium für einen Wurm? Er ist auch ein Lebewesen. Er will auch niemandem was tun. Er will nur leben. Mein Freund, der Wurm. Ich töte keinen Wurm. Du kriegst ein Glas. Das ist nicht so schön wie in einem Aquarium. Mein Gott, Walter. Ich sag's euch, Leute, ich check's nicht. Der kam mit einer Pflanze hier rein. Aus dem Aquariumladen. Und ich hoffe, er hat sich nicht fortgepflanzt. Na gut, er wird ein Glas-Aquarium kriegen und seine Lebenszeit darin fristen, bis er stirbt. Wahrscheinlich aus Mangel an Essen oder Sauerstoff oder was auch ich. Aber im Aquarium hat er nichts zu suchen. Aber ich tue ihn auch nicht ins Klo schütten. Das wäre ja gemein. Und insofern, Entschuldigung, noch ein Lebewesen. Ich weiß nicht, ob mir ein toter Fisch lieber ist als ein Wurm. Wurm. Könnt ihr heute Nacht gut schlafen? Wurm. Regenwurm, keine Ahnung, was für Wurm. Ziemlich langer Wurm. Ich habe heute Nacht Albträume. Ich sag's euch. Also, das ist der Wurm. Ich habe ihn erwischt. Ich habe ihn nicht umgebracht. Er ist seit circa einer Woche, 2 Wochen in meinem Aquarium rumgegeistert und hat immer nur ein bisschen von sich gezeigt. Aber jetzt war er gerade in seiner vollen Pracht am Umziehen und da habe ich ihn erwischt. So, mal schauen, was ich mit ihm mache. Ich bin echt sprachlos. Ich bin echt sprachlos. Tote Fische, Babyfische, Überbevölkerung Fische und ein Wurm, der hoffentlich in seinem Glas bleibt. Bleib in deinem Glas, ich sag's dir. Wag es ja nicht, dieses Glas zu verlassen. Also, viel Spaß mit der Aquaristik.